Manni, wir freuen uns auf den nächsten Gast. Was glaubst du, mit was für einem Auto, dass der kommen wird? Ich habe einen Verdacht, ich tippe mal auf einen Abt. Hä? Ganz genau. Ja, und steht zwar? Auch hier einer und der Vorname von diesem Herrn Abt ist Daniel. Und der wird gleich auf diesem Stuhl Platz nehmen und da freuen wir uns sehr auf einen spannenden Talk. Bis gleich. Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Manni Bender. Rückblick mit Weitblick, eine neue Ausgabe mit Manni Bender, dem Münchner Urgestein und unserem Gast heute Daniel Abt. Habe die Ehre. Servus, hi, freut mich. Wobei eigentlich sind wir heute der Gast, weil wir sind bei dir in deiner Heimat in Kempten in einem wunderbaren Raum. Ja genau, das ist unsere Edelschmiede, nennen wir das. Also eigentlich unser neuester Raum hier, ist sehr, sehr schön, gerade für solche Anlässe, glaube ich, trifft sich's ganz gut. Und da es ja nicht ganz so weit weg ist, das Allgäu von München, denke ich mal, kann man das auf jeden Fall machen. Wobei eigentlich wäre es geschickter gewesen, wenn du nach München fährst, weil du wärst sicher schneller gewesen als wir auf dem Weg nach Kempten. Kommt drauf an, wie gut der Verkehr ist, aber ja, ich bin natürlich auch selber oft in München und mag München auch sehr, aber denke jetzt vielleicht für diesen Rahmen mal ist auch eine gute Abwechslung. Location ist super. Ja. Wir haben immer so ein paar kleine Einstiegsfragen vorbereitet. Herr Bender, übernehmen Sie. Ja, Daniel, erst einmal danke, dass du Zeit genommen hast, für meinen Podcast reinzukommen, reinzuschauen und ich glaube, könnte heute auch wieder lustig werden. Und wir starten immer mit so 5, 6 Schwarz-Weiß-Fragen und wir fangen gleich mal an mit 1,79 Meter oder 1,80 Meter. Ich weiß es ehrlich gesagt, also ich bin mir nicht sicher, es kommt tagesformabhängig, glaube ich, ist es so ein bisschen. Was für Schuhe das an hast du? Die Wahrheit ist wahrscheinlich 1,79,5, aber ich sage lieber mittlerweile 1,80, weil das klingt besser. Hört sich besser an oder 1,80? Ja, das klingt besser. Dann, schon lustig ist, wenn man recherchiert und dann kriegt man zwei verschiedene Körpergrößen, aber ist halt so, bist einfach wandelbar. Ja gut, wenn man jetzt nach meinem Gewicht googelt, glaube ich, ist das auch nicht mehr das, was jetzt gerade vorhanden ist. Also bei mir ist es immer gleich. Dann machen wir weiter mit Formel E oder 8-Zylinder aufwärts. Boah, das ist eine fiese Frage. Was gedacht dabei. Also, ich sag mal, aufgrund dessen, dass ich Formel E gefahren bin, würde ich sogar sagen Formel E, weil ich weiß, wie viel Spaß es macht und wie die Gesamtatmosphäre ist. Aber ich liebe natürlich auch alles, was Krach macht und da gehört ein V8, V10 oder V12 auch dazu. Also kann man gar nicht so genau beantworten, die Frage. Gut. Wenn du fragst, wen magst du lieber, Mama oder Papa? Ja, man verliert so oder so, egal was man sagt. Dann Titel oder Geld auf dem Konto? Da würde ich fast sagen Geld auf dem Konto, weil, sag ich mal, Titel, klar, das klingt schön, kann man sich freuen, aber ich glaube, man kann mehr mit Geld anfangen, auf lange Sicht gesehen. Dann blond oder schwarzhaarig? Oh weh. schwarzhaarig. Ist aber jetzt schlecht, weil meine Freundin ist blond, aber es ist also, ich glaube, früher hätte ich immer gesagt blond, dann gab es die Phase gehabt, da habe ich gesagt schwarzhaarig. Oder reden wir von Männern? Kann ja auch sein. Keine Ahnung, bei dir. Okay. Nee, also schwarzhaarig, sage ich jetzt einfach. Dann oben oder unten? Ich war von Anfang an die Frage. Oben. Oh, Manni, du? Fleischi. Das ist der Gast, ja. Okay. Ich merke schon. Mir wird schon warm hier auf jeden Fall. Alles klar. Ja, ich wäre mehr für dahinter. Dann impfen oder nicht impfen? Impfen. Gut. Wunderbar. Dann haben wir das einmal erledigt. Dann, es ist ja schon mal ein interessantes Thema, wenn du für Formel E bist. Ja. Du machst ja, du bist ja Social Medic, bist du ja. Also brutal unterwegs. Ja. Das sind wir da brutal neidiger. Ja, also da hat dann schon einiges voraus, aber dann, ich sehe da auch keine Chance, dass wir da nochmal einholen. Ach, wenn wir zusammenlegen. du machst ja viel mit Autos und mit Sound und 8-12-Zylinder. Kriegst du da keine Probleme, wenn du jetzt Formel E bei Sat.1 bist und Experte und lässt sich das verbinden oder? Also meiner Meinung nach ja, weil ich glaube, eigentlich so ein bisschen wie diese Fragen ist so meiner Meinung nach immer ein bisschen das Problem heutzutage, dass man sehr viel schwarz-weiß denkt, dass man immer das Gefühl hat, wenn ich jetzt morgen ein Elektroauto mehr kaufe, dann stehe ich für grüne Elektroautofahrer und darf das andere nicht mehr gut finden. Und genauso, wenn ich jetzt ein V8 fahre, dann
bin ich der Böse und habe mit Elektro nichts am Hut. So. Und ich bin gerade bei diesem Thema einfach der Meinung, man muss da unheimlich offen sein. Es ist jetzt nicht so, dass heute Elektroauto kommt und jetzt ich das andere schlecht finde, aber ich kann doch genauso gut dem offen gegenüber sein, das auch cool finden, sagen, hey, ein Elektroauto beschleunigt mega. Auch Elektroautos können einen sehr coolen Sound haben, aber deswegen habe ich auch Spaß daran, einen V10 zu fahren. Also ich glaube, die Vielfalt ist doch irgendwo auch das, was es ausmacht und dass man auch gar nicht sich immer so in so ein Korsett zwingen lässt und immer diese Debatte, ne, es sind immer so zwei Lager, die gegeneinander schießen. Warum? Also ich finde das eigentlich immer, ja, eigentlich den falschen Weg und da sollte man einfach offen sein und ja, einfach die Dinge, ja, leben lassen. So. Nur gerade, du bist ja stark mit der Situation konfrontiert, weil du hast natürlich viele Social-Media-Kanäle, bist auch sehr erfolgreich mit über 300.000, 400.000 etc. pp. Es ist wirklich erstaunlich und brutal. Und gerade da hast du ja ganz viel Meinungsmache. Belastet dich das dann, wenn dann Menschen irgendwie so was Verreißendes schreiben und irgendwie so beleidigend werden? Oder kannst du das gut ab? Also ich sag mal, am Anfang hat es mich belastet. Ich meine, diese 400.000 oder diese Zahl, das ist ja nicht so, dass man das von heute auf morgen hat. Das war schon auch ein Prozess und es waren auch wirklich auch viele Jahre bei mir, sag ich mal, wo das gar nicht so viel war und wo man trotzdem sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und am Anfang hat man nur Leute, die es gut finden, weil man hat kleine Zuhörerschaft. Und auf einmal wächst es und dann sehen das eben auch Leute, die vielleicht dich nicht kennen oder nicht deiner Meinung sind. Und auf einmal ändert sich das und natürlich kommen dann auch Sachen, wo man sich denkt, warum schreiben Menschen das? Und am Anfang fand ich es schlimm. Also am Anfang bin ich nach Hause gegangen und war, also da waren 100 gute Kommentare und einer war schlecht und abends im Bett war der Schlechte in meinem Kopf. Aber irgendwann habe ich gelernt, da muss man, glaube ich, einfach Abstand von nehmen, sich auch fragen, vielleicht warum schreiben diese Leute sowas, weil ich selber sehe auch manchmal Dinge im Netz, die mir nicht gefallen, habe aber in meinem ganzen Leben noch nie einen Kommentar verfasst, der irgendjemandem beleidigt oder zu sagen, nein, du hast da nicht recht, das muss anders sein. Also glaube ich, wenn man jemand ist, der überhaupt sowas schreibt, dann ist man schon unzufrieden mit sich selbst und von dem her denke ich mir ganz ehrlich, dann, was soll ich mich da jetzt aufregen? Wo wir hierher gefahren sind, haben wir ein bisschen überlegt, wie starten wir mit dir, haben wir gesagt, fangen wir mit positive Erlebnisse in deinem Leben an oder mit eher, sagen wir, eher suboptimale Ergebnisse in deinem Leben, haben wir gesagt, ja, wir fangen lieber gleich mit dem Positiven an, weil wenn wir mit dem anderen anfangen, dann bekommen wir vielleicht gleich einen riesen Shitstorm von deinen Fans. Deswegen würde ich jetzt sagen, fangen wir mal an bei der Formel E. Du bist ja der erste deutsche Sieger, ja, in der Formel E und sogar noch in Berlin auch gewonnen, oder? Genau, ja, Berlin auch noch, ja, beim Heimrennen gewonnen und da auch die volle, also so den perfekten Tag eigentlich erwischt, was es, glaube ich, bisher nur zweimal in der Formel E gab. Und ja, das kann mir zum Glück keiner mehr wegnehmen, sowas. Also perfekte Tage, das sind doch die Dinge, die einen dann süchtig machen, oder? Da sagst du, ich will genau wieder dahin und das ist dann kann auch ein Fluch werden. Ja, ich sag mal, also es hat bei mir natürlich auch, sag ich mal, 4 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal gewonnen habe in der Formel E. Ich habe einige zweite und dritte Plätze gehabt, aber nie erster geworden. Umso mehr war das halt dann so ein Befreiungsschlag und so ein unheimlich geiles Gefühl, wobei man sagen muss, mein allererster Sieg in der Formel E, der wurde mir nachträglich wieder aberkannt wegen einem technischen Fehler von einem, der was falsch eingetragen hat, wofür ich nichts konnte, was kein Vorteil für mich war. Also das, sag ich mal, im Sport oder generell auch im Leben, das gehört halt einfach dazu, dass man natürlich immer will man alles positiv und alles super haben, aber Fehler oder Rückschläge oder solche Themen gehören irgendwo dazu und ich glaube, jeder, der behauptet, der hat es nicht oder bei dem gibt es nicht, der lügt wahrscheinlich dann auch, muss man auch so ehrlich sein. Scheitern gehört zum Erfolg. Wenn du nicht Fehler machst, dann kannst du dich nicht weiterbilden, finde ich. Ja, 100%. Gab es bei dir irgendwann so, ich glaube, der Boost ist ja auch ein Fachbegriff aus der Formel E, gab es bei dir irgendwann einen Kick oder den Boost in deinem Leben, wo du gesagt hast, hoppala, jetzt geht's aber steil bergauf? Ja gut, es war vielleicht glaube ich, in diesem Jahr, wo ich gewonnen habe, weil das war das erste Jahr, in dem Audi als Werkseinsatz dabei war. Sprich, die haben dann damals das Formel-E-Team übernommen. Ich wurde das erste Mal in meinem Leben Werksfahrer quasi von einem großen Hersteller wie Audi und hatte aber gleichzeitig natürlich schon so ein bisschen auch, sag ich mal, das Messer im Rücken, weil das war so, hey, jetzt schauen wir mal, wie du dich anstellst in dem Jahr und jetzt musst du dich beweisen. Und dann habe ich gleich beim ersten Wochenende eben dieses Rennen dann gewonnen, nochmal 2 gewonnen, wir sind Teammeister geworden. Das war halt für mich, das war so eigentlich ein wirklich nicht perfektes Jahr, weil da waren natürlich auch ein paar Dinge dabei, die nicht so gut waren, aber es war für mich definitiv sportlich gesehen das Beste.
Und dann hat man natürlich schon so auf einmal, alle klopfen auf die Schulter, alle sind deine besten Freunde, deine Zweifler sind auf jeden Fall auf einmal ganz, ganz toll. Dünnes Eis ist das immer, gell? Ja, und natürlich fühlt man sich dann auch so, man denkt dann, hey, das ist ja mega, jetzt bin ich hier geborgen und hab Bock und ist alles gut. Und ich glaube, das hat dann ist die nächste Saison gekommen, das hat vielleicht 4 Rennen gedauert, die okay waren, nicht so gut wie davor, auch nicht mega schlecht, okay. Und schon ist man wieder da und das Messer ist wieder im Rücken, also... Ja. Es geht ganz schnell. Du Fleisch, ich muss einmal eins sagen, es gibt wirklich einen Mann, der kann mehr reden wie du. Das ist ja unglaublich, wie du für einen Mann reden kannst. Also, also, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich kennenlernen in deiner Show. Wo war bei dir der Kick in deiner Profikarriere, wo du gesagt hast, hoppala, jetzt geht es in eine Richtung. Hätte ich nicht gedacht, dass da so nach oben geht. Ja, mein Kick, glaube ich, habe richtig entschieden. Ich war ja damals, wo ich von der Haching, bin ja deutscher Amateur-Länderpokalsieger geworden und habe mit der Christoph Daum angerufen und hat gesagt, würdest du gerne nach Köln kommen? Und dann natürlich, Christoph Daum war ja damals, war die Hochzeit Köln, entweder Bayernmeister oder Kölnmeister und dann die große Rivalität mit Daum und Hoeneß und Heinkes und so im Sportstudio, da ist halt richtig abgegangen. Und dann fliege ich nach Köln hoch, haben uns eigentlich relativ schnell geeinigt, ich gebe ihm die Hand drauf und dann fliege ich zurück, bin bei meinen Eltern zu Hause, aber mir sagt meine Mutter, du, der Uli Hoeneß ist am Telefon. Okay, echt? Dann gehe ich hier und dann sagt er, ja, hallo, hier der Uli Hoeneß, Mani, hast du Interesse zu Bayern zu kommen? Oh, kein Bock. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich schon, aber Herr Hoeneß, es ist jetzt saublöd, ich habe jetzt vor 2 Tagen Christoph Daum mein Wort gegeben, dass ich nach Köln gehe. Dann sagt er, Mani, hast du was unterschrieben? Sage ich, nein, ich habe nichts unterschrieben, ja, dann ich melde mich wieder. Ja. Ein Tag später ruft er mich an und sagt, also es wäre jetzt alles geklärt, du kannst gerne zu Bayern kommen, möchtest du? Und dann sage ich, ja natürlich, hallo, in München geboren, original, also das war dann, glaube ich, ja genau, ab dem Zeitpunkt dann natürlich bei Bayern München spielen als Münchner, das ist, wie er es gemacht hat, hat er mir nie gesagt, ja, wie er das gedreht hat, aber im Endeffekt war es für mich positiv. Er hat zum Christoph Daum gesagt, wenn du mir den Mann nicht gibst, dann gehe ich an die Öffentlichkeit, mache eine Haarprobe von dir. War vielleicht ein bisschen später. Formel E ist für mich super spannend, also als Außenstehender. Es gibt ganz, ganz komische Regeln, finde ich, mit irgendwie Turbo-Boost oder irgendwelchen Strafen, wenn du mit der Energie falsch wirtschaftest. Kannst du mir am Laien wie mir erklären, wie funktioniert die Formel E? Ja, aber bevor er antwortet, weil das wird dann wieder ein bisschen länger dauern. Ach, ja. Entschuldigung, ja, kann ich so kurz machen. Mache ich dann gleich noch eine Frage dazu. Wie funktioniert das mit diesen über dieses Induktionsfeld fahren, wenn die Formel E-Fahrer da kurz mal ausscheren und dann kriegen die gleich wieder Power? Wieso funktioniert das bei den normalen Autos nicht? Oder tue ich mir jetzt so ein bisschen als... Also mal angefangen mit, was es da alles gibt. Es gibt einen Fanboost. Ich glaube, das, was du meinst, ist Attack Mode. Das ist so eine spezielle Zone, wo man drüber fährt und dann mehr Leistung hat. Es geht eigentlich relativ einfach. Das sind Schleifen im Boden und das Auto erkennt quasi, dass man über diese Schleife fährt. Das kann aber, hat nichts mit dem E-Auto zu tun. Das könnte ein Verbrenner genauso. Und dieser E-Motor hat quasi im Rennen etwas, also der hat mehr Leistung, kann mehr Leistung abgeben, als er halt konstant abgibt und dann wird die quasi freigeschalten, diese Leistung. Ist einfach nur einprogrammiert, könnte man aber mit einem Verbrenner auch machen und bei der Formel E ist es halt so, dass man ein bisschen neue Ansätze macht quasi, um Motorsport auch mal anders zu denken, weil wenn sich alles irgendwie ähnelt und alles so ist wie vor 30 Jahren, ist auch irgendwie langweilig und somit hat man sich dafür entschieden. Ist ja cool, weil es gibt immer relativ viel Positionswechsel, Überholen, ja, Startkurse. Also das ist zum Zuschauen, macht's richtig Spaß. Ja. Und dieses Summen dann immer, da kann man dann auch dann so ab der 15., 18. immer schön einmal ein bisschen mal kurz einnicken, weil das ist ja gut. Du sollst den Gast nicht vergrauen. Ist aber gar nicht, also vor Ort, nein, ist es gar nicht so leise, wie man denkt. Glaube ich schon. Dann gibt es den Fanboost, den du, glaube ich, auch schon mal ein bisschen angedeutet hast. Und da, glaube ich, erklär erst mal, wie es funktioniert. Und du hast, glaube ich, ein paar unkonventionelle Methoden irgendwie da entwickelt für den Fanboost. Achso, weil ich mal gesagt habe, dass sie, was habe ich gesagt? Stichwort Aufkleber. Oder ja, singen. Ja, irgendwie, dass sie irgendwie nackt Taylor Swift Songs singen oder irgendwas. Nee, im Prinzip geht es darum, dass man halt die Fans quasi animiert, für einen zu voten, damit man im Rennen einen extra Boost kriegt. Der ist nicht rennentscheidend, der ist ganz nice to have. Es geht eigentlich um Interaktion ein bisschen. Und am Anfang, als es losging, ja, da war das auch noch mehr gehypt irgendwie, da war das so für alle ganz neu. Und dann, damals bin ich nach Long Beach zum Rennen geflogen und habe ich halt irgendwie, glaube ich, vor dem Abflug habe ich so einen Tweet gemacht, gesagt, hey,
Wenn ich einen Fanbus kriege, dann werde ich irgendwie oben ohne, werde ich Taylor Swift Song auf dem Grid singen oder irgendwas. Hast du gesungen? Ich habe Gott sei Dank nicht bekommen. Ich glaube, die ersten drei haben es bekommen. Ich war, glaube ich, vierter oder fünfter, Gott sei Dank. Aber auf einmal waren da so Fox News und so, Racing Driver Daniel Abt wants to be naked on the grid. Also die haben das dann noch irgendwie doch genial. Ein bisschen hochgepusht. Du hast jetzt die einmalige Chance, einen Taylor Swift-Song deiner Wahl hier für uns nackt zu singen. Wir hätten sogar Motorhaube da. Jetzt ist das Lustigste, ich könnte noch nicht mal einen, aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war auch damals, weil es hieß, dass die vielleicht zum Rennen kommt oder irgendwie so. Also ich könnte keinen einzigen Taylor Swift-Song singen. Oh. Eminem ein bisschen vorrappen vielleicht. Ich glaube dir kein Wort. Aber weil ich gerade auf das Auto gedeutet habe, auch kannst du uns kurz was zu der Historie von dem Fahrzeug sagen? Ja gut, das ist ein Audi Urquattro hinter mir. Das ist aber kein Serien-Urquattro, sondern halt wirklich komplett Umbau von uns. Das war das Auto von meinem Dad. Mhm. Also das war auch vor meiner Zeit. Ich deswegen auch Kempten HJ. Genau, ich habe es selber nicht so miterlebt, aber ich denke mal, also es ist ein super beliebtes Fahrzeug, der Urquattro, ja, super historisch gesehen, auch wertvoll. Also die werden relativ hoch gehandelt. Damals, wenn man ein paar gekauft hätte und die Garage gestellt hätte, das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Und ja, wir haben ja natürlich eine sehr große Historie auch in der Firma. Wir feiern dieses Jahr, wir sagen 125 Jahre, also das ist schon relativ lang. Ich habe angefangen als Pferdeschmiede. Genau. Was ich einfach geil finde, Entwicklung. Also so quasi Pferdeschmiede, Kutschen modifiziert. Modifiziert. Dass sie im Schnee quasi mit auch. Mit Abtaufkleber. Mit Kufen, ja, Abtaufkleber, da ist sowieso nicht drauf, aber, oder weiß ich nicht, irgendwas, ein Eisen war da auf jeden Fall drin, aber so ging das quasi los und dann kam irgendwann ein Automobil mit dazu und ja, jetzt sitzen wir hier. Manni, war das eine Kiste für dich? Also früher, Walter Röhrl ist auch mal damit gefahren, oder? Ja, genau. Also mit das, der Rennversion quasi, ja. Ja, genau, und das, da habe ich ja früher einmal geschaut, in Monte Carlo, die Nacht der langen Messer und so, da bin sogar ich auch vom Fernseher gesessen und habe mir die Rennen angeschaut, also es war schon ein cooles Auto damals, wo der rausgekommen ist. Es gibt eine Langversion und eine kurze. Genau. Also schau, ich bin top informiert. Naja. Ja, auch im Rennsport bin ich unterwegs. Ja, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ein bisschen was über Rennsport reden können. Ich bin jetzt quasi Experte, aber ein bisschen kenne ich mich aus. Mal eine andere Frage. Du aktiv bist du nicht mehr? Ja, also aktuell zumindest. Aktuell bist du nicht mehr aktiv. Ist das jetzt, sage ich mal, daran, dass du jetzt sehr, sehr viel machst mit Social Media und zu tun und sagst, pass mal auf, ich kann einmal Geld ein bisschen leichter verdienen, als wie jetzt mal im Kreis rumfahren und immer die gleiche leichter. Kurve fahren, 40 Mal, also ist das, oder? Also es hat mehrere Gründe gehabt. Ich meine, zum einen, dass sie halt, sage ich mal, kein lukratives Angebot hatte, für die Saison 7 in der Formel E zu fahren. Ich hatte welche, aber nicht für ein Team, das super konkurrenzfähig ist. Dann, dass sie mir selber immer auch gefragt hat, oder mir selber immer bewusst war, dass ich nicht mein ganzes Leben lang das machen will. Ich meine, ich habe 20 Jahre Motorsport gemacht im Prinzip. Klar könnte man das jetzt nochmal 15 Jahre länger machen, aber ich habe schon immer Spaß daran gehabt, andere Dinge auszuprobieren. Habe nebenher immer schon meine Firma ein bisschen gehabt, aber hatte natürlich auch nie volle Zeit dafür, weil Motorsport wirklich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann kam jetzt auch noch Corona irgendwie, wo dann irgendwie Rennfahren auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil man irgendwo eingepfercht in irgendwelchen Zelten hockt und irgendwie nichts machen darf. Und also all das zusammen hat mich halt dann ein bisschen zum Nachdenken bewegt und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt mal, neue Wege auszuprobieren, neue Dinge zu machen, ohne aber jetzt zu sagen, ich werde nie wieder Rennen fahren. Vielleicht kommt ja morgen irgendwas Geiles. War da bei dir nie so der Ehrgeiz da in jungen Jahren, sagen, ich glaube, von jedem Rennfahrer, der will doch Formel 1 fahren, oder? Ja, klar. Der will doch dahin kommen, oder? Ab wann ungefähr ist es dann bei dir, wo du gesagt hast, ja, das wäre jetzt vielleicht doch nicht mehr packen oder hast du da einen Moment gehabt? Hat es irgendwas gegeben in deinem Leben? Ja, ich meine, also das Ziel war immer Formel 1, Formel E gab es ja gar nicht. Also es war immer Formel 1 und es ist ja nach wie vor mit Abstand das größte Motorsport. Und ich bin damals dann quasi ja durch diese verschiedenen Serien, das war also so eine Art, also quasi Formel 3, das hieß damals GP3, es war im Rahmen der Formel 1. Da bin ich dann Vizemeister geworden und auf einmal war das schon so, Williams ruft an, Lotus ruft an, ja, komm doch mal ins Simulator und so. Und dann denkt man auf einmal, oh, jetzt wird's spannend. Und dann kam ich in die Formel 2 und habe einfach zwei miserable Jahre gehabt. Die war auch im Rahmen der Formel 1 quasi. Man fährt auf den gleichen Strecken. Und da ging einfach alles schief. Und dann war eigentlich schon, dann ist klar, da bist du, das geht eben so, genauso schnell, wie ich vorher meinte. Das war so nach dem Formel 3 oder nach dem GP3 war es so, alle rufen an, alle haben Bock auf dich, alle klopfen dir auf die Schulter und ein Jahr später tun sie so, als würden sie dich nicht mehr kennen und so war es dann und dann war ich eigentlich schon
ja, da habe ich eigentlich schon gedacht, jetzt ist vorbei, muss man ehrlicherweise sagen, weil da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kam genau dem Zeitpunkt Formel E als neue Chance quasi. Also das, ich habe ja ein großes Netzwerk, ja, und ich tue natürlich immer ein bisschen so Background-Informationen auch noch holen über meine Gäste, also von der Magdalena Neuner oder Holzer vom Schwabel und so, die war jetzt schon, da waren aber immer ein bisschen was erfahren, ja, womit sie nicht gerechnet haben. Und mit diesem Formel 1, im Weltmeister und im Formel 1 hat das vielleicht ein bisschen was damit, vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass vielleicht ab und zu mal ein bisschen ein fauler Hund bist und nur Kart fährst oder ein bisschen ein Lebemann und so das, einmal das vielleicht auch einmal ein bisschen zu viel gefeiert oder das eventuell. Also. Das mit Sicherheit auch. Also das habe ich mit Sicherheit immer schon. Also ich war nie der, sage ich mal, dieser Vorzeigeathlet im Sinne von, ich habe jeden Morgen mein Müsli gegessen und bin 5 Stunden aufs Rad gekocht. So, das habe ich noch nie, ich habe es noch nie gern gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es auch heute nicht gern. Ich habe es halt gemacht, weil ich es machen musste. Aber natürlich auch nicht, ja, oder bis zu einem gewissen Maße. Also man kann im Nachhinein natürlich immer sagen, wärst da mal ehrgeiziger gewesen, wobei ich sagen muss, ich glaube, der Grund, warum das in der Formel 2 da so also nicht funktioniert hat, war jetzt nicht das, sondern es war halt einfach, es waren so viele Dinge zusammengespielt und ich sag mal, auch in dem Jahr, in dem man bei der Formel E alles bei mir lief, war ich der gleiche Lebemann und also von dem her, der Approach war ich immer schon der gleiche und ich habe auch selber bei mir auch teilweise gemerkt, wenn ich das komplett eingeschränkt habe, weil ich auch mir eingeredet habe, jetzt Kraftraum und so. Genau, jetzt gehe ich nicht mehr weg und jetzt mache ich das und jetzt hocke ich nur noch daheim. Dann habe ich gar keinen Spaß mehr an meinem Dasein gehabt, dass es mir dann auch nicht mehr Spaß gemacht hat, zum Rennen zu fahren. Also das war auch nicht besser. Ja. Aber mir ist auch gesagt worden, er ist ein gerader und ein ehrlicher Typ. Das würde ich mal behaupten, ja. Ich bin sehr gerade, manchmal ein bisschen zu gerade. Also das kann, ich meine, es gibt ja viele... Spaß der Zeit. Es gibt, ja, aber man kann auch auf die Schnauze fliegen, wenn man halt zu straight ist, weil man natürlich... Ja, ich sage immer, gerade in dem Sport, auch andere kennen viele Rennfahrer, die sagen immer ja und danke und Amen und so weiter. Sage ich auch, wenn ich es so meine. Aber wenn ich es nicht so meine, dann sage ich es auch nicht. Und das gefällt nicht immer allen. Schon klar, aber ich glaube generell in allen Spitzensportarten, es fehlen ein bisschen die Typen, wie haben wir genau gesagt, das schlampige Genie und die Unbequemen, die ein bisschen einen Eigensinn haben. Im Endeffekt ist er ja, sage ich mal, wie auch ich in jungen Jahren, ja, ich kann mich da noch an eine gute Szene erinnern, wo ich 4 Wochen war ich beim FC Bayern München und dann sagt der Augenthaler zu mir, hey Bender, hol mal die Bälle und die Tore. Und ich habe mich dann umgedreht, da habe ich gesagt, du hast Auge, du kannst die scheiß Bälle selber holen und dein Tor selber wegtragen und bin gegangen, ehrlich. Und dann ab dem Zeitpunkt war natürlich dann, sage ich mal, 3 Monate Krieg zwischen mir und dem Auge. Er war immer brandheiß auf mich und wollte mich immer umhauen, aber Auge war damals schon ein bisschen am absteigenden Ast. Der hat dann ein Jahr später aufgehört und ich war ja damals, sagen wir mal, sehr schnell. Ich bin 11-0 gelaufen, der hat mich dann nie erwischt, wollte mich aber immer umhauen. Und da habe ich mir natürlich auch das ein oder andere Mal natürlich auch den Mund verbrannt, das ist ganz klar, weil Diplomatie war jetzt in jungen Jahren nicht bei mir aber ganz vorne. Ich finde sowas besser als diese geschleckten Vorzeigesportler, die nur sagen, was man hören will. So, das langweilt doch die Leute. Die Leute wollen doch Persönlichkeiten, die wollen auch mal, klar, in einem gewissen Rahmen, man muss jetzt vielleicht nicht gerade mit der Zigarette über den Platz rennen, aber, ja. Ja, ich denke mir immer, wenn ich Kinder hätte, dann wäre es mir lieber, dass mein Kind mit einem Verweis heimkommt, als dass keiner merkt, dass es krank ist und nicht in der Schule war. Das geht so in die Richtung. Ja. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, 20 Jahre Profi, also ich denke mir, du warst mit 8, da warst du nicht bezahlt fürs Rennen fahren, hast wahrscheinlich mit Kart angefangen. Nee, nicht 20 Jahre Profi war ich nicht, aber halt 20 Jahre im Motorsport, also mit 7 im Kart gehockt. Ja. Klassisch. Aber kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal hinter einem Lenkrad gesessen bist? Ja gut, Kart hat auch ein Lenkrad, aber du meinst bestimmt vorher schon. Ja, ja. Ach so. Mit dem Vater auf der Wiesn oder so. Boah. Das muss, ich glaube, da gibt es ein Bild, wo hier auf dem Hof irgendwie mit 3 Jahren oder so auch in einem Kart hockt, irgendwie halt was viel zu groß ist für mich, aber daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das Bild hätte ich gerne. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das herkriege. Und ich vermute mir, dass diese undichte Stelle ist mit Sicherheit aus deiner engeren Verwandtschaft. Ich weiß genau, wer die undichte Stelle ist, weil ich weiß auch genau, wer solche Aussagen trifft. Ja. Aber ist natürlich interessant, es kommt wahrscheinlich nur in Frage Onkel oder Vater, aber da stößt auch meine Frage an, wer hat dich mehr inspiriert, dein Onkel oder dein Vater in deiner Rennsportkarriere? Also was heißt inspiriert? Ich glaube, inspiriert hat mich jetzt niemand im Sinne von, ich möchte genauso sein wie der. Aber am Anfang hat mir auf jeden Fall mein Onkel
im Formelsport, also als das losging, mehr geholfen, als ich zu meinen ersten Meter im Formelsport gefahren bin. Im Kart, ganz ehrlich, war ich komplett auf mich allein gestellt, weil das war einfach, okay, hier ist ein Betreuer, hier ist ein Mechaniker, ja, viel Spaß. Ist er beschäftigt? Hat mir also gezeigt oder beigebracht, hat mir weder mein Vater noch mein Onkel was in der Zeit. Aber in den Anfängen auf jeden Fall war es mein Onkel, der sich, sagen wir mal so, auch mit ins Auto gehockt hat, das abgestimmt hat und gesagt hat, Bur, schau, dass mal ein bisschen ordentlich ums Eck rumfährst. Jetzt pass mal auf, jetzt kommt ein Thema, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Oh ja. Du hast eine Ahnung, was jetzt kommt. Seit du mir zugesagt hast, freue ich mich, dieses Thema anzusprechen. Und zwar, jetzt fange ich mal zum Erzählen an, Fleisch, wo wir früher vorgegangen sind, ja, in die Clubs und Diskotheken. Ja, und wenn wir Frauen kennenlernen wollten, ja, dann sind wir hingegangen und haben mit denen ein persönliches Gespräch gefahren, ja, machen, haben angefangen. Ja, und dann warst du meistens mit zwei, drei Kumpels unterwegs, ja. Und dann, wenn's dann zufällig dann noch einen Korb bekommen hast, dann hast du nur den Schmach hören und die Sprüche von deinen Kumpels, bist abgeblitzt worden. Daniel, wie lernst jetzt du heutzutage deine Frauen kennen? Schiebst du die nach links oder nach rechts? Oder bei Like werden sie gelöscht? Oder machst du das jetzt nur über Social Media? Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig so Online-Dates oder sowas in meinem Leben bisher gehabt. Also wenn, dann glaube ich schon eher so über, man trifft sich über Freunde oder so, weil ich bin auch nicht so der Fan von. Komm, wir machen das anhand deines praktischen Beispiels. Du hast vorher bei der Frage blond oder schwarz, hast du gesagt schwarz, aber deine Freundin ist blond. Ja. Genau, wo hast du deine Freundin kennengelernt? Angeblich soll das auch so Social Media-Star sein. Ja, oder? Die kennt man auf. Also, wir brauchen Namen. Sie ist ja top informiert. Ich bin top informiert. Ja, okay. Oder ist das nur geheim? Namen sagt mir jetzt keinen. Gut. Aber du weißt, wie sie heißt. Ich weiß, wie sie heißt. Aber ich habe sie tatsächlich kennengelernt es war eine Veranstaltung, About You Awards in München. Also es war eigentlich auch so eine Social Media Veranstaltung. Ja. Ja. Was sagt deine Freundin, wenn du Auto fahrst? Wenn sie Beifahrer ist? Fahr langsamer. Die mag es überhaupt nicht, schnell zu fahren. Was ich immer schade finde, weil ich will damit ein bisschen imponieren und angeben, aber es funktioniert überhaupt nicht. Wie ist es, wenn sie fährt und du sitzt am Beifahrer? Kommt es vor oder das bist du ein guter Beifahrer? Oder? Ich bin eigentlich kein guter Beifahrer. Also ich mag es jetzt nicht, wenn andere Leute super schnell fahren und ich sitze neben dran, aber ich mag es super gerne, gefahren zu werden. Ich finde es auch total geil, einfach mal neben dran zu sitzen und nicht zu fahren, zumal ich auch noch sehr gut schlafen kann im Auto. Also ich finde es einmal super, wenn meine Frau fährt, wenn ich was getrunken habe. Oder so, ja, das ist auch ein Traum. Aber bist du ein guter Beifahrer oder bist du einer, der immer sagt, pass auf, Schatz, da vorne ist rot und langsam und... Nein, meine Frau ist eine relativ gute Autofahrerin, weil die ist ja sehr viel unterwegs, ja, die ist in der Automobilbranche unterwegs und daher fährt die 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr, also daher kann ich da beruhigt mal einschlafen, schon, ja. Beifahrersitz. Kennst du deine Freundin schon während du noch aktiv warst im Rennsport? Es war eigentlich gerade so, also wir sind jetzt erst ich kenne sie jetzt seit über eineinhalb Jahre oder so, aber wir sind erst zusammen seit einem halben Jahr. Sprich, da war eigentlich das gerade die Phase, wo es dann zu Ende ging. Ich frage für einen Freund. worauf ich hinaus wollte, das ist nur, hat sie Angst, wenn du Rennen fährst? Nee, glaube ich nicht. Echt nicht? Nee. Das wundert mich fast ein bisschen, weil eigentlich Partner eigentlich schon immer Angst haben, wenn der Mann in Boliden sitzt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Okay. Lass uns nur ein kurzes Thema ansprechen, dann ist es auch mit dem Suboptimalen, ja, haben wir das dann durch, weil wir müssen es ansprechen. Ja. Warte schon die ganze Zeit. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommen wird. Ja. Ja, was hast du da für eine Idee gehabt? Jetzt unter uns, wir sind ja unter uns. Ja, ja. Jetzt kannst du die Wahrheit sagen. Und wirst du vielleicht kurz erzählen, worum es geht? Daniel hat einmal bei einem Online-Rennen einen Freund von ihm fahren lassen, der das Qualifying gefahren ist. Und ich habe das auch zufällig auch noch gesehen. Also ich sage mal, sogar das habe ich angeschaut und habe gesehen und habe einmal geschaut, du bist ja vorher mal bei den Rennen, warst immer mal so 10., 12., 13. Und dann auf einmal habe ich auch gelesen, oh, Daniel Abt, Qualifying top. Und dann irgendwann ist dann später rausgekommen, dass er ein Freund von ihm, der das professionell betreibt, oder? Genau. Ja, also es war kein Freund, sondern es war ein 16-jähriger Simracer, also jemand, der das quasi selber gemacht hat, mit dem ich unter der Woche quasi so beim Training online, also wir waren irgendwie zufällig in den gleichen Lobby sozusagen und haben uns dann connected, ein bisschen gequatscht und sind dann halt auf diese Idee gekommen, die eigentlich, ehrlich gesagt, nur als Spaß gedacht war,
weil... Nicht für die Bild-Zeitung. Ja, nee, wenn es nur die Bild-Zeitung gewesen wäre, wäre das schön gewesen. Nicht für Audi leider, ja. Also es war ja, also ich meine, das war, wir haben uns gedacht, wir machen einen Spaß daraus und wir nehmen das Ganze so ein bisschen hops, weil es war halt, es war an sich keine ernste, also keine super ernste Veranstaltung im Sinne ging von, um nichts. Also es ging um nichts. Kein Preisgeld oder sowas. Genau, es ging, es war schon so, dass man halt Aufmerksamkeit wollte, weil man spenden, also die Leute quasi, die Zuschauer zum Spenden auffordern. Allerdings waren die Zuschauerzahlen extrem gering und wir dachten, hey, wenn wir da ein bisschen Pep reinbringen, dann können wir da vielleicht dann das ein bisschen pushen. Ja, falsch gedacht. Also, na, sag mal, gepusht hat man es, weil ich glaube, so viel, also, die haben irgendwie, hat mir gesagt, irgendwie 150 Millionen allein Reichweite medial, das war unvorstellbar. Ich war auf einmal, über Nacht war ich auf einmal in jedem Land, also ich meine wirklich aus Ländern, wo ich noch niemals, glaube ich, vorher mein Name überhaupt erwähnt wurde. In den 8 Uhr Nachrichten vor dem Coronavirus-Update kam mein Gesicht, als hätte ich einen Amoklauf begangen. Und dann hieß es, ah, he didn't drive, bla bla. Und dann war natürlich, also es war Ausnahmezustand. Da war 48 Stunden lang, habe ich gedacht, meine ganze Welt bricht komplett zusammen. Ich habe Nachrichten bekommen im Sekundentakt von Leuten, die gesagt haben, bring dich um, du. Also es war unvorstellbar, also unvorstellbar. Hast du das an deiner Fanbase auch gemerkt, dass auf einmal das mit den Follower runtergegangen ist? Oder, nee, die oder hat das einen Schub gegeben? Das hat richtig Schub gegeben, ja, vor allem, weil ich halt nochmal, am Anfang war das ja so, 2 Tage lang musste ich ja halt quasi dazu schweigen, weil halt ich habe Maulkorb bekommen und dann war das so, als würde ich mich verstecken und alle konnten quasi auf mich einprügeln und dann wurde ich ja nach 3 Tagen von Audi suspendiert. Und dann durfte ich ja wieder machen, was ich will. Und dann bin ich sofort, ich weiß noch ganz genau, das war in der Früh, es ging ja super schnell, es waren 5 Minuten Skype-Call, war das Thema durch. So, danke, tschüss. Das geht relativ schnell und emotionslos. Da ist der Mensch dann nicht so viel wert. Und von da an bin ich dann in die Firma, habe gesagt, jetzt müssen wir ein Video machen, das muss heute Abend raus, ich muss jetzt endlich was dazu sagen. Und dann haben wir das aufgenommen und dann war halt auch wirklich so, dass der Großteil der Leute dann gesagt hat, was geht denn jetzt hier gerade ab? Und dann eigentlich der Unmut, sage ich mal, der auf mir lag, der ist dann eher übergeschwappt auf Audi in dem Fall, leider. Und das war dann okay und jetzt mittlerweile ist es, klar, am Anfang war es immer noch, egal bei was ich gemacht habe, ist er das wirklich selber? In dem Video ist er das selber? Oder also, egal was, so halt Witzle, aber jetzt ist es eigentlich durch. Es ist nur interessant, dass der Skype-Call, um dir zu sagen, ist es vorbei, 5 Minuten dauert und dein Erklärvideo, glaube ich, 14 oder 15 Minuten. Ja, also ich glaube, so viel zu sagen. Ich hätte das ganze Thema anders gemacht. Selbst eine Entlassung dieser Art hätte ich persönlich anders gemacht. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet, werden sich auch 1, 2 gedacht haben, war vielleicht nicht so schlau, wie wir das angegangen sind. Ich habe sogar vorgeschlagen, es anders zu machen. Aber das anders zu machen und ich will nicht ins Detail gehen, aber da war halt auf jeden Fall, da glaube ich, dann, da spielen dann halt auch ein bisschen die Egos mit und das glaube ich ist dann für den einen oder anderen in die Hose gegangen. Mhm. Wenn man mal was einschenkt, man muss einen ganzen trockenen Mund haben, oder? Schenk du was ein, wir stellen inzwischen wieder gemeine Frage. Sehr, sehr gerne, ja. Du bist in Kempten geboren, vermute ich jetzt mal. Ja. Wo ist dein Dialekt? Kunst du? Hört man den gar nicht. Du bist von uns 3 bis 3 Einzige, Wasser, der Hochdeutsch spricht. Du musst Wasser trinken. Dann ja, lass dir Zeit. Ich kann die Frage nochmal wiederholen. Also die Wahrheit ist, ich spreche Dialekt, aber ich spreche den nur, wenn Leute um mich herum sind, die den auch sprechen. Und aber auch gar nicht bewusst, sondern unterbewusst. Und genauso spreche ich den nicht unterbewusst, wenn jetzt wir in so einer Runde sitzen. Also es ist kein Dialekt, wo ich sage, ich habe richtig Bock, den heute zu sprechen. Weil ich finde nicht schön. Also wir haben jetzt ein neues WLAN-Passwort hier kennengelernt, Gäste. Ja. Gäste 123 mit SCH. Genau, ja, Gäste. Ja, ja, das ist ja alles so. Hasch heute schon, oder bist heute schon, also so, das hört jemand von außen und denkt sich, was ist denn mit euch nicht richtig? Und also das ist, deine Hauptsprache ist tatsächlich dialektfrei, auch in den Videos ist es ja auffällig, aber das machst du nicht jetzt irgendwie, weil du deine Herkunft verleugnen willst, sondern weil es einfach dann ein bisschen weitergeht. Weil ich mich damit auch wohler fühle, irgendwie das zu machen. Also ich war bei Allgäu TV zum Beispiel, war ich auch mal vor ein paar Wochen eingeladen und da spricht halt die Moderatorin richtig Allgäuer Dialekt. Also da war es andersrum. Die hat am Anfang mich auf Hochdeutsch begrüßt und hat dann, sobald die Kamera anging, richtig Allgäuer Dialekt rausgehauen. Und ich dachte mir, oh, alles klar, und ich selber kann das, aber ich kann das gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht auf Knopfdruck das so sprechen und ich würde es auch einfach
nicht wollen. Dann wirst du ja künstlich, wenn du dann ist. Also, ja. So, sei mir lustig, sprich mit Dialekt, ja. Bla bla bla. Das, nee. Nee. Muss nicht sein. Verstehst du uns? Ja, super. Perfekt. Perfekt. Ich mag den Dialekt auch lieber. Ich mag den Münchner Dialekt viel lieber als ein Kempner Dialekt. Niederbayern, München. Ja, ja, da legt er Wert drauf. Ja. Okay. Kleine Unterschiede müssen sein. Microphone drop. Ja. Du, neben deinen Social Media, denkst du auch darüber nach, mal in die Fußstapfen von deinem Vater zu treten, oder läuft in die Richtung schon was? Oder, ich meine, du bist ja früh, präsentierst ja die Firma Abtia ja sowieso sehr stark mit den Rundgängen und mit den Autos, was der zeigt, aber hast du mal... Darf ich die Antwort geben? Bitte. Ich glaube, nein. Jein, würde ich sagen. Also, ich sag mal, natürlich ist es die Vorstellung, irgendwann mal in die Fußstapfen zu treten, ist schon was Schönes. Allerdings, was bedeutet denn das? Ich meine, erstmal, mein Vater, der hat nur mindestens 10 gute Jahre, wo er sagt, ich mach das Ding hier. Zweitens, komme ich dann und setze mich da oben hin und sage jetzt, jo, ich bin jetzt hier der große Zampano. Und also, ich bin einfach der Meinung, das ist gar nicht so leicht, einfach in so Fußstapfen reinzutreten. Und ich wollte für mich einfach immer erstmal selber was machen. Natürlich hat alles, was ich mache, auch mit dem hier zu tun. Und das ist meine Herkunft, das ist meine Family. Und Videos, wenn ich mache, spielt auch oft das eine Rolle. Also, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt verstecke oder sage, das schließe ich aus. Aber einfach selber gewisse Dinge zu machen, zu kreieren, auch ja, Dinge aufzubauen selber, Fehler machen, zu machen selber, all diese Dinge finde ich extrem wichtig. Und ich weiß nicht, so diese Vorstellung, dieses, ja, man kommt morgen und jetzt hockt man hier auch, ist verdammt schwer, weil es ist was ganz anderes, ob man das hier aufbaut und von der Pike her das Geschäft kennt oder ob man quasi von außen drauf schaut und dann da reingeht. Natürlich, man kann viel lernen, aber ich sehe es halt gerade bei den Dingen, die ich selber mache, ist ein ganz anderes Feeling, wenn du es selber aufbaust. Ist der Vater da auch so entspannt in der Richtung? Voll. Also ich glaube, der hat, also erstmal unterstützt mich bei allem, muss man echt sagen. So, auch wenn es scheiße läuft, der hilft mir, der ist keiner, der irgendwie draufhaut. Und ich meine jetzt eigentlich mehr so in Richtung Firma, weil der, man, das ist ja doch ein Lebenswerk, was über Generationen ein Lebenswerk, was hier aufgebaut worden ist, und wenn der Vater dann vielleicht sieht, hoppala, das interessiert ihn jetzt doch noch nicht so, dass er das vielleicht mal übernehmen könnte oder soll. Ja, oder, es interessiert mich natürlich schon, und ich bin ja auch jeden Tag hier und ich spreche fast jeden Tag mit meinem Dad und wir sprechen auch über alles, was hier passiert. Aber ich meine halt einfach diese Vorstellung, so man sitzt sich jetzt da hin und das ist jetzt so, jetzt hast du einen Schlüssel und jetzt machst du das. Das halte ich halt für sehr schwierig. Das ist so ein Prozess. Entweder das entsteht, entweder, keine Ahnung, dann kommt in 5 Jahren und sagt, du hock dir jetzt mal nicht mehr oder mach, ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt einfach nicht behaupten, ja klar, in 10 Jahren mache ich das. Also, zumal man auch gar nicht weiß, wie diese Branche, muss man auch nur sagen, diese Autobranche, wenn man sich alles anschaut, was so abgeht und wie eigentlich Tuning ist ja eigentlich ein. Also ist ja kein Markt, sag ich mal, der wächst. Ist ja ein Luxussegment. Klar, wir haben das große Glück, dass wir einen Namen haben, eine Marke und so weiter. Aber ansonsten, kleine Tuner, die sterben alle weg. Gesetzgebungen machen es immer schwieriger. Automobil wird irrelevanter. Keine Ahnung, wie das in 15 Jahren ist. Dann komme ich wieder rein und dann spähe ich zu, weil nichts mehr geht. Und dann heißt es, schau dir den Deppen an, der hat es versaut. Ja, aber würde es funktionieren, wärst du ein guter Juniorchef und dein Vater jemand, der auch loslassen kann? Weil es gibt ja auch so Dynastien, wo dann der Vater sagt, mach's wie du willst, aber mach's so, wie ich es meine. Also der dann ja, irgendwie so nicht wäre, loslassen kann. So wäre. Also wäre nicht ganz so einfach wahrscheinlich. Nee. Also ich glaube, es wäre einfacher, wie er es mit seinem Vater hatte, weil sein Vater wiederum war halt komplettes Alpha-Tier, maximal hau drauf, Mensch. Er ist schon, auch jetzt im Alter, habe ich das Gefühl, hat er sich schon verändert. Wird da auch anders und ist viel gelassener in vielen Dingen und stresst sich nicht mehr mit Sachen rum, die man sich vielleicht nicht rumstressen muss. Aber das ist immer noch sein Baby. Und ich meine, das, wer kann es ihm übel nehmen, wenn ich jetzt komme und sage, jetzt machen wir alles anders, dann wird er mit Sicherheit sagen, naja, vielleicht doch nicht. Also. Aber ich gebe den Ball wieder zu dir. Bist du jemand, der loslassen kann? Was deine Kinder angeht, kannst du verlassen? Meine Kinder sind noch klein, also die kommen ja noch nicht loslassen. Die aber loslassen im Sinne von laissez-faire. Also gibst du ihnen einen Freilauf oder bist du einer, der so helikoptermäßig ein bisschen drüber schwirrt? Ja, ich lasse ihnen so weit Freiheit, wo halt einigermaßen sicher bin, dass nichts passiert. Ja. Also den Kleinen, der läuft dann im Park rüber und kickt da alleine. Ich meine, der ist erst 9. Ja, und da bin ich dann einspannt, wenn er dann erst um 6 oder um 6:30, ich bin jetzt nicht einer, der dann sich dann gleich rübersetzt und aufs Bike schaut und jetzt ist 5:55 und er ist noch nicht da.
Also da bin ich dann schon, sagen wir, entspannte Eltern, sage ich jetzt mal, und die haben schon auch sehr viel Freiheiten, sage ich jetzt mal, für ihr Alter, ja. Es geht immer um die Männer in dem Job und in der Branche. Wie steht eine Mama dazu? Ist die entspannt oder kann die Rennen einmal anschauen? Schaut die Rennen an? Ja, die war früher sogar selber Rennen gefahren. Also, aber die ist auch komplett entspannt. Ich habe ja noch zwei Schwestern auch noch. Es muss irgendjemand geben, der um dich Angst hat, wenn du Rennen fährst. Nee, es hat niemand Angst. Die sind glaube ich, alle entspannt. Also, cool. Das ist Part. Also ganz ehrlich, Rennfahren ist ja auch so sicher. Also ich fühle sicherer im Rennauto, als wenn ich hier jetzt gerade, weil gerade ein Schneesturm draußen ist, da heimfahre so ungefähr. Da habe ich mehr Angst, dass irgendein Depp mir von der Straße fährt, als auf einer Rennstrecke mit Helm. Von dem her alles easy. Ihr habt das ja gesehen, ihr seid ja top aktuell mit Firma Abt. Ja. Bei euch fahren ja vorne die VW-Busse, die Nutzfahrzeuge mit dem Verbrennermotor rein und hinten kommen coole E-Autos raus. Also das ist natürlich schon extrem cool. Also das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es das gibt, dass man da vorne reinfährt. Ich habe gedacht, die werden gerade von vornherein immer gleich so gebaut, ja, und als E-Mobil oder als Verbrenner, aber dass das gibt. Ja, ich meine, ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, dass wir eine Firma haben, die halt auf Elektrotechnik, sage ich mal, spezialisiert ist auch. Aber das ist halt auch etwas, was ich immer meine, was halt vor 8 Jahren oder so mein Dad dann auch schon gesagt hat, hey, da kommt vielleicht was, da gibt es vielleicht eine Veränderung in der Branche, da sind wir dabei. Und nicht zu sagen, nee, das will ich nicht, da gehe ich jetzt auf die Barrikaden und schreibe nur auf Facebook, wie es mir aufregt, sondern einfach probieren. Wir haben das Geschäft genauso wie das andere und es blüht extrem auf, es ist super stark gewachsen. Daher finde ich das auch cool. Aber gerade jetzt in der Zeit, in der Pandemie, glaube ich, ist der größte Fehler zum Beispiel, dass man nicht beweglich ist. Und genauso muss von Haus aus beweglich sein, musst auch neue Felder ausarbeiten. Aber jetzt, sagen wir bei dir, du hast gesagt, du lässt dich impfen. Ja. Warum? Also am Anfang habe ich gesagt, ich mache es nicht, weil ich mir gedacht habe, ich brauche es. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das für mich selber wirklich brauche. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht so viel Angst jetzt, sage ich mal, in meinem Alter, dass es mich da jetzt hart erwischt. Aber ich denke mal einfach für die Gesellschaft und auch für das, wenn ich vielleicht mal irgendwo hinreisen will und so, dass ich dann keinen Bock habe, dass ich mir dann irgendwie rechtfertigen muss, dass ich nicht geimpft bin. Und von dem her, ich bin jetzt keiner, der auf Telegram-Gruppen rumhängt und der dann behauptet, nach der Impfung, habe ich dann den dritten Arm auf dem Rücken oder so. Ich meine, keine Ahnung. Ich habe da ein gewisses, sag ich mal, auch ein gewisses Grundvertrauen in die Gesellschaft an sich oder den Menschen an sich und bin da nicht so skeptisch bei allem und natürlich kann man Dinge hinterfragen, aber ich habe auch ein paar Freunde, die sind schon geimpft, weil sie eben in diesem, im Impfteam oder in den Testzentren arbeiten und die ja früh geimpft werden. Und ja, bisher, ich meine, schaut noch gleich aus. Ich glaube, dass er richtig feiern kann, der Daniel. Gell? Also, da habe ich ein gutes Gefühl jetzt hier. Ja, das glaube ich auch. Wer wird von euch beide länger durchhalten? Ich weiß nicht, so fiese Frage dir gegenüber. Ui. Ja, du hast mit Sicherheit schon mit Nächte durchgemacht auch? Ja. Natürlich. Auch nach dem Sieg mal? Ja. Komplett. Also, wie schaut das aus? Nach dem Berlin-Sieg. Wir brauchen noch einen Skandal. Wir brauchen nur irgendeinen Skandal von dir. Also, nach dem Berlin-Sieg zum Beispiel, nach dem Berlin-Sieg, da waren wir halt feiern, keine Ahnung, bis 6, 7 Uhr morgens waren wir in Berlin und da kann man ja gut feiern gehen. Und dann bin ich halt irgendwann in der Früh, haben sie immer nur zum Döner und dann völlig besoffen irgendwie mit dem Döner in der Hand heimgelaufen. Und dann kommt mir natürlich genau mein Teamchef, der gerade aus dem Hotel auscheckt, kommt raus und kommt mir entgegen. Und ich war irgendwie so besoffen und ich hatte irgendwie das Gefühl, er schaut irgendwie ein bisschen müde aus. Und ich sag nur so, you look shit oder you look tired oder irgendwas. Und der schaut mich an und sagt, ey, was willst du von mir? Und macht sogar noch ein Bild von mir und hat es sogar noch auf Twitter gestellt. Und ich sah wirklich so völlig verstrahlt irgendwie so dran. Und aber so ähnliche Geschichte werden wir beim Manni Schwabl im Podcast auch hören, ja? Ja. Dass er jemanden vor die Flinte gelaufen ist, wo er mal ein bisschen den Zapfenstreich überzogen hat. Also ganz ehrlich, ich habe noch keinen Sportler drauf, auch die sagen, sie feiern nicht. Auch die Fußballer sind ja meiner Meinung nach die schlimmsten. Vor allem, weil, sag ich mal, die Generation sagt nur einfach, ja, wir waren feiern. Aber die aktuelle Fußballergeneration, die sagen ja alle, ja, wir sind so brav. Und wenn ich die dann aber feiern sehe oder auf Ibiza oder wo sie alle rumspringen, sind die schon auch wild unterwegs. Mhm. Wann bist du das letzte Mal in der Früh um 4:30, 5 bei Tagesanbruch heimgekommen? Eigentlich fast jedes Wochenende. Nein, also das als Fußballer hat man natürlich nach dem Spiel, wenn du es gewonnen hast, natürlich hast du Gas gegeben, ja, und
bin einmal ja direkt ins Training gegangen, wenn am nächsten Tag um 10 Uhr Training war, aber wir waren ja alle fit, ja, da hast du dann die Regenjacke angezogen, bist dann vorne wegmarschiert und dann, das war immer schon das Motto, wer saufen kann, kann er rennen. Ja, also ich habe mich jetzt dann nicht krank gemeldet, ja, noch so ein bisschen Kopfschmerzen, ja, sondern ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Natürlich ja, darfst du das erzählen, oder? Beim KSC haben wir mal Hallenmasters-Qualifikation gehabt und waren meine Freunde aus München waren da und dann sind wir in Baden-Baden weggegangen und um 9 Uhr war Treffpunkt, ja, und wir sind dann um 8 Uhr aus Baden-Baden, habe ich gesagt, Jungs, ich muss jetzt fahren, ich muss mich noch umziehen, weil wir um 9 Uhr Treffpunkt in der Halle, ich habe halt noch Hallenmasters, es wird live übertragen im Sport 1 und im Fernsehen und alles, ich muss mich noch schnell umziehen und Trainingsklamotten anziehen und fahre halt schnell heim, ziehe mich um. Dann ist mir mal kurzfristig ein bisschen schlecht geworden, ja. Und dann bin ich um 9 beim Treffpunkt gewesen, ja. Und dann, was hört der Physio hat dann schon ein bisschen anerkannt, gesehen, hoppala, oh Mann, der war ein bisschen blass um die Nase, ja. Und dann war Mann, alles klar, ja, Günther, ist halt ein bisschen länger geworden, ja, kein Problem. Erste Schuss aufs Tor, der Ball kommt, ich krieg den Ball, erste Schuss aufs Tor, ich habe den Ball unter die Europahalle gedonnert, Wolle, draußen auf der Bank. Meine Kumpels, die haben sich totgelacht, ehrlich, die haben wirklich totgelacht. Und dann, die sind dann heimgefahren, weil sie dann kaputt waren. Und dann im Radio haben sie dann gehört, der KSC hat sich qualifiziert für die deutsche Hallenmeisterschaft. Und zum besten Spieler des Turniers ist Manni Bender gewählt worden. Ja, das war nur das erste Spiel, da war ich halt kaputt. Aber dann im Viertelfinale, Halbfinale habe ich halt dann die Spiele entschieden und dann im Elfmeterschießen auch noch den entscheidenden verwandelt, dann haben sie zum besten Spieler gewählt. Also Es geht auch. Also so. Man muss sich nicht immer nur krank melden. Gell? Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Grund unseres Besuchs. Wir wollen deine Social Media Skills uns kopieren, 1:1, oder dir irgendwelche Follower abjagen. Wann hat das angefangen? Wann warst du dein erstes Video gedreht und wie ging das dann los? Ich glaube, das war vor circa 5 Jahren. Das war eigentlich so eine spontane Idee. Mir hat jemand gesagt, hey, mach doch mal so YouTube-Zeug, weil ich immer schon, also gefühlt habe ich immer schon mehr Lob fürs vor der Kamera sprechen bekommen als fürs Autofahren. Muss man leider so sagen. Darüber solltest du nachdenken. Da habe ich auch drüber nachgedacht und deswegen habe ich mir dann am Flughafen auf dem Weg zu einem Rennen, das war damals so ein 24-Stunden-Rennen in Dubai, habe ich mir so eine Kamera gekauft und gesagt, das kann ich ja locker, da bist du mitfilmen. Und habe halt dann da selber reingesprochen und habe erstmal gemerkt, das kann ich gar nicht mehr, weil ich immer super steif war, sobald die Kamera angeht, weil ich das ja gelernt habe, so brav zu sprechen. Dann habe ich das auch selber geschnitten, hatte aber natürlich keine Ahnung davon und habe mich da halt versucht, ein bisschen reinzufuchsen und eigentlich dann so angefangen, mehr und mehr so Videos zu machen. Und es hat ewig gedauert. Ich meine, am Anfang waren das, glaube ich, ein halbes Jahr, dann waren es vielleicht 10.000 Abonnenten. Was aber auch schon nicht wenig ist. Aber es ist schon echt verdammt viel Arbeit. Also es ist nicht so, dass man denkt, man dreht mal ein Video, sondern ich bin auch teilweise einfach quasi vorm Rennen noch mit der Kamera über den Grid gelaufen und so und alle haben zu mir gesagt, schau dir diesen Idioten an, was macht der da? So, und ja, das ist aber immer ein gutes Zeichen, wenn jemand so reagiert, weil dann bist du wahrscheinlich der Erste oder derjenige, der das gemacht hat und bist dann eigentlich wieder ganz oben mit dabei. Genau, und irgendwann hat es dann angefangen und dann wächst es und irgendwann kriegt es eine Ernsthaftigkeit und irgendwann kann man damit Geld verdienen und irgendwann sagen andere Fahrer, oh hey, was machst du denn da, würden das auch gern mal und so. Und und jetzt mittlerweile ist halt ein Team aus 5 Leuten, die festangestellt sind, die davon leben und die jeden Tag versuchen, da irgendwie Spaß zu haben. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Also muss ich wirklich sagen, es hat mir sehr viel ermöglicht. Es hat mir sehr viele neue Menschen auch gebracht, sehr viel Neues erlebt, auch mal außerhalb dieser Motorsportwelt. Das war eigentlich meine Chance, da mal auszubrechen und was Neues zu sehen. Ich muss leider ein bisschen schmunzeln, weil also wenn bei einem der Podcast-Name stimmt, ja, dann ist das bei dir, ja, Reden am Limit, also das ist... Der Name ist genial. Wer ist draufgekommen? Keiner von uns also, tatsächlich. Ha? Keiner von uns ist auf Reden. Weil das muss doch einer in deinem Bekanntenkreis gewesen sein, oder? Der dich kennt, oder? Nee. Sonst kommen wir doch nicht draufkommen, Reden am Limit. Das ist das war tatsächlich eigentlich noch jemand, den wir gefragt haben, ob er uns ein Logo machen kann. Und der ist ein relativ kreativer Kopf und der hat dann gesagt, Reden am Limit. Und wir waren so, das ist geil. Das passt wie die Faust aufs Auge. Also ich glaube, die Leute können sich auch freuen, ja, einzuschalten, ja, Experte bei Formel E, dir zuzuhören. Ja, also glaube ich, das macht Spaß. Ja. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt keine Werbung machen wollen für einen anderen Podcast, aber Reden am Limit, was passiert da? Seid glaube ich, 3 Produkte. Genau, also es ist so, es ist eigentlich querbeet. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben immer ein gewisses Thema. Es sind eigentlich 3 Jungs, 3 Freunde, die einfach über ihre Woche erzählen, über gewisse Themen reden. Wir haben eine Story am Limit immer, also immer auch verrückte Sachen, die uns passiert sind, die man eigentlich gar nicht so erzählen würde, aber die man dann halt einfach mal raushaut. Dann haben wir ab und zu Gäste, wir haben schon Sido gehabt, Felix Neureuther war auch bei uns.
Den haben wir noch gehabt. Kevin Volland, Fußballer, haben wir auch schon gehabt. Also wir haben schon ganz, ganz gute Leute und ja, das macht einfach Spaß. Für uns ist es ein Spaß und es kommt ganz gut an. Ja. Wie macht ihr das physikalisch? Seid ihr alle im gleichen Raum oder macht es? Nee, wir sind meistens getrennt tatsächlich, jetzt mit Corona und dadurch, dass die zwei Jungs aus München sind und ich jetzt nicht jedes Mal extra nach München fahre für einen Podcast, machen wir das entweder online oder halt dann auch teilweise zusammen vor Ort. Aber schon viel Content, ehrlich gesagt. Also der Podcast, dann glaube ich zweimal in der Woche ein Video. Genau, es sind 2 bis 3 Videos die Woche, ja. Ein Podcast in der Woche. Klar, dann gibt es noch 3 verschiedene Kanäle, glaube ich. Instagram, Facebook. Ja. Twitch, Livestream, alles mögliche. Ja, wir beide, wie viel Follower haben wir insgesamt? Wahrscheinlich. Da mag ich jetzt nicht drüber reden, weil das ist wirklich peinlich, ehrlich. Wenn der hier von 300.000 redet, also bei mir ist auch die 3 davor, aber leider nur 2 Nullen. Ja. Dahinter. Aber im Grunde ergibt es das wieder ganz gut, weil über Twitch wirst du wahrscheinlich auch immer so Live-Gaming machen. Teils, ja. Also so Live-Gaming oder einfach. Du kannst mich immer ein bisschen öfter bei dir liken, also dass ich ein bisschen mehr Follower, dass ich auch Follower. Ja, aber liken bringt gar nichts mehr. Ist auch voll schwer mittlerweile. So früher hat man gesagt, hier folgt mal dem und es hat direkt funktioniert. Das heutzutage macht das keiner mehr, weil jeder schon so viele Leuten folgt, dass man das gar nicht mehr einfach sagen kann, hier folgt dem. Ja, mach ich jetzt. Also vielleicht wäre er wieder in mit weniger. Ja, vielleicht. Ja. Aber bist du lieber ein Podcast-Host oder lieber ein Gast? Also beides. Also ich mag auch ganz gern Gast zu sein. Weil man natürlich immer einen anderen Input noch hat, andere Fragen, andere Ideen, wie wenn man selber in seinem Fahrwasser ist, sag ich mal, man hat ja selber immer so einen gewissen Stil, den man hat, also von dem her, ich mag beides auf jeden Fall. Mann, bist du lieber Gast oder Gastgeber? Ja, das sagen wir mal so, Gast ist schöner, da muss man sich vorher nicht so viel Gedanken machen, was man alles fragt, da wird man immer noch gefragt und kann dann immer, man das können wir ja, ich meine, ich bin dann jetzt also nicht das erste Mal vor dem Mikro oder vor der Kamera, genauso wie du, also das ist dann ein bisschen entspannter. Ja. Aber man erfährt natürlich auch sehr viele interessante Sachen, ja, weil man sich natürlich auch ein bisschen Feedback-Informationen holt. Man kommt ja wieder mit anderen Leuten wieder mal in Kontakt, wo man dann die Informationen herholt, dem, was man dann auch schon länger vielleicht nicht mehr gesehen hat. Aber jetzt das alles. Im Endeffekt ist beides super. Ja. Wo geht die Reise hin? Was ist so dein mittelfristiges Ziel auf Social Media, wenn man alles zusammenfasst? 1 Million. Nein, es ist schwer. Ich finde es immer sehr schwer, da Ziele zu definieren, weil. Dann sag ich es anders. Was ist denn dein Lieblingsauto, das du noch unbedingt mal vor die Kamera holen musst? Porsche 918, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Das macht der Money. Es gibt schon eine. Das ist James Dean Auto, oder? Nee. Der James Dean. Nee, Porsche 18 ist gar nicht so alt. Also der ist jetzt, keine Ahnung, noch keine 10 Jahre alt, glaube ich. Also, war das krasseste Auto, in dem du gesessen bist? Auch schwer zu sagen. Aber ich sag mal, mein liebstes Auto aktuell ist immer noch, also ich habe mir einmal in meinem Leben mal wirklich ein tolles Auto gekauft, ein Porsche GT2 S. Und das ist für mich jedes Mal wieder, scheppert es einem alles raus. Das Ding fährt, das ist unmenschlich. Wie ist es dann in der Früh, wenn du aufstehst, ziehst dich an, fährst ins Büro oder zu irgendeinem Termin und dann hängen da die ganzen Autoschlüssel? Fällt da die Entscheidung immer schwer? Oder? Ich habe nicht viel Autoschlüssel. Ich habe einen Porsche und einen Audi, sag ich mal, den ich jetzt noch habe, den ich fahre. Aber das war es eigentlich. Und ein Cupra, als Dienstwagen jetzt, sag ich mal, aber das ist kein eigener. Aber das ist nicht so viel. Aber es gibt einen Schlüsselschrank im Haus, wo du... Hier gibt es so viele Schlüssel, dass man gar nicht weiß, was oben und unten ist. Ja. Machst du es ab und zu, dass du sagst, okay, sind wir mit Schlüssel und piepst einmal in den Parkplatz und schau, welcher anspringt? Nicht so oft, aber ab und zu mal. Ja. Auch eine Form von Luxus, ist doch cool. Genau. Ja. Gut. Oder fällt dir noch was ein? Ich bin... Mein Festplatte ist wieder voll. Ja, Daniel, dann... Herzlichen Dank. Danke ebenso. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, damit wir dann mit ein bisschen älteren Generation mal einen Podcast zu machen. Das ist auch interessant. Ja. Das machen waren gute Alten. Fragen, aber das mag ich immer. Ich mag freche Fragen. Hast du auch ein bisschen was gelernt, ja, wer jetzt der größte Hochsprung-Deutsche ist? Genau, habe ich schon vergessen. Namen, also, liebe Zuhörer, denkt dran, ja, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.